So, Lalle, Aufnahme gestartet. Und ja, Mensch, für die YouTube-Leute erstmal Hallöchen, es ist spät jetzt. Achso, kann mal jemand für Ina müsste mal jemand mal das eintippen. Ina kann das nicht eintippen. Da 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 ba da ba da ba da. Ina kann im Chat nicht schreiben. Könnte mal jemand für Ina eintippen im Chat? Ausrufezeichen YouTube. Und also erstmal für die YouTube-Leute und auch für die Livestream-Leute, Hallöchen, globalen Gruß. Es ist langsam spät, man wird langsam müde. Wir haben es jetzt übrigens für die YouTube-Leute, wir haben es jetzt 4.06 Uhr. Ich weiß, vorhin war 3.33 Uhr, eine Schnapszahl. Und weiterhin schönen Sonntag gewünscht, schönen Wochenstart und wann immer ihr auch dieses Video euch anschaut, ihr merkt schon an meiner Aussprache, ich fange schon an komisch zu reden, das heißt, ich bin langsam müde, aber wir wollen ein klein wenig Sims aufnehmen, so klein bisschen, diesmal aber nicht so keine 4-Stunden Videos, wie sonst immer, wir versuchen mal jetzt, ich mach mal mit Timer, haben wir ja lange, früher haben wir, wo wir mal versucht haben, Zucht und Ordnung hier reinzubringen, dass wir nicht immer so mega langen Videos machen, haben wir ja versucht mit dem Timer zu arbeiten und irgendwie sind wir von dem Timer abgekommen. Keine Ahnung warum. Vielleicht waren wir so geil am Spielen waren, dass wir vor lauter Freude den Timer vergessen haben. Ich weiß es nicht. Genau. Roxy, hast du richtig. Ja, es scheint der Kanal zu sein. Funktioniert also so. Genau, und da YouTube findet man also den Kanal. Na also, so, ich starte mal den Timer. So. So, pass mal auf. Für die Leute jetzt, für die YouTube-Leute. Wir haben gerade ein bisschen angestrengt überlegt, was wir jetzt so machen. Da dachte ich, Mensch, ein bisschen nehmen wir auf. Ja, es geht ja auch ein bisschen Schicksale zu machen. Und wir haben festgestellt, wir haben mal den Potter verschoben. Also im Moment ist ja Schneckle erstmal die Mami davon. Und wir haben den mal wieder zurück verschoben zu den Grusels, um festzustellen, ob der sich merkt, ob Schneckle immer noch seine Mama ist. Und ja, er hat sich's gemerkt. Das heißt also, wenn wir Leute verschieben, die mit irgendjemandem verheiratet sind oder Bruder, Schwester, Tante, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, dann merken die sich das. Ja. Ist gut zu wissen für Schicksale, weil wir wollen ja hier auch Schicksale erleben und machen und da wird so einiges passieren hier. Wie gesagt, wir sind ja noch, es wird noch so einiges rum, ach Mensch, so viel hier. Ich habe schon wieder lauter Sachen mir runtergeladen, ich lade noch mehr Sachen und jedes Mal, wenn ich mir Sachen runterlade, kommen 10 neue dazu hier auf der Seite. Ich lade was runter, dann gucke ich wieder, was es noch so gibt und finde wieder 2 und ich so nach dem Motto, ich will endlich meine Liste abladen, dass ich alles fertig habe. Ich lade 3 runter und 10 neue kommen dazu. Es wird irgendwie nicht fertig, meine Liste, also es kommt noch reichlich dazu. Zum Beispiel viele Männerbodies, also hier Skins, Skintons, also dass so praktisch der Männerbody besser aussieht. Ich habe voll geile Männerbodies und dann auch so mit Schlägerei und sowas, also das wäre so ein bisschen wie Schlägerei aussehen. Geht voll. Und geile Bärte, Männerbärte, Junge, ich sag euch, voll fett alles, voll fett. Also wir werden noch richtig geil Simsen hier. Ja, Mann, voll geilomato. Wir gucken uns gleich mal, komm, ich zeige euch mal ein bisschen Bärte. Alle, die mit uns auf Kapperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Hein und Schreck und Lolo und Dreck. Alle, die fahren. So, warte mal. Wir müssen einmal erstmal ins Hauptmenü zurück. Dann fragt der Speicher. Nein, natürlich nicht. Sonst hat Harry Potter seine Mutter verloren. Das geht natürlich nicht. Starting, Ladies and Gentlemen, start your game. Alright, man. Alright. Alright. So, pass mal auf. Genau, wir nehmen uns den Natalus Rocker vor hier. Pass auf. Wir machen aus dem mal einen richtigen Rocker. Oh, hier. Pass mal auf jetzt hier. Jetzt machen wir einen richtigen Rocker aus dem. Guck mal hier. Oh, übelst coole Bärte hier. Guck mal, hier geht voll tierisch ab, Alter. Hier. Jetzt geht's hier tierisch ab. Oh, guck mal hier. Bärte. Oder hier. Ein Seitenbart. Kann man jetzt sehen? Das sieht da ein bisschen aus wie. Ey, jetzt sieht da aus wie dieser Zeichentrickfilm mit Prinz Löwen hier. Robin Hood in seitenen Strumpfhosen. Die Zeichentrickfilm, aber als Zeichentrick. Das sieht aus wie der schwule Robin Hood, oder? Der schwule Robin Hood. Oder hier. Yeah, man. Ist nice boy. Oder hier. Also, jetzt haben wir endlich mal coole Bärte für die Jungs hier. So, was gibt's noch hier? Hier. Yeah. Bartzibels. Das wird noch besser. Yeah. Geht doch. Doch, aber er jetzt hier.
Ach, warte mal. Ach, Mensch, noch mehr. Ach, Mensch, ich hätte von oben anfangen sollen. Hier. Sieht aus wie Tarek von Null. Warte, weiter geht's hier. Guck mal hier. Coole, bärtige Männer, hä? Da sieht man jetzt, es hat da hier eine, die Koteletten. Kann man nicht sehen, weil er so eine lange Mähne hat hier. Das müssen wir der Natalu zeigen, da wird sich freuen. Ah, aber ein paar coole Bärte hier am Start. Hier so ein bisschen was. Der schwule Autoverkäufer. Dann hier. Ihr seht also, wir haben echt coole Bärte. Ich hab glaube ich noch ein paar coole Bärte auf Lager. Mal sehen. Also, kommt ganz auf den Typ an. Kann man Frauen eigentlich auch Bärte geben? So, warte mal, wir machen aber wieder Natalus-Bart. So. Der hat einen Vollbart, oder? Hier, oder? Den hat der gehabt. Mal gucken, was Natalu, wenn wir ihm mal die anderen Bärte zeigen. Warte mal, er hier. Ja, den Bart kriegen wir doch besser. Na, lassen wir erstmal. Zeig mal, können Frauen auch einen Bart bekommen? Oder die Jungs, können die auch schon einen Bart bekommen? Mach mal Bart hier. Nee. Hätte ja sein können. Dann mal die Frauen. Können die Frauen Bart bekommen? Wo sind denn hier die Frauen, Mann? Lassen die Frauen. Stell mal vor. Frau mit Bart! Nee, sieht nicht so aus. Nee, Mann, geht nicht. Und Haare habe ich auch wieder ein paar am Start. Aber ich zeige euch jetzt nicht alles. Wir wollen jetzt nicht schon wieder eine stundenlange Bumse-Dingse machen. Das wollen wir nicht. Ich will nur was gucken. Nein, Potter ist nicht weg. Wir haben noch was. Wir haben noch ein bisschen was experimentiert, Schneckle. Mach dir keinen Kopf. Bleib schön geschmeidig. Ah ja, genau hier. Guck mal hier. Ja, Mann, ich habe jetzt voll coole Make-ups hier. Kommen noch mehr geile Dinger dazu. Guck mal hier für Natalu. Vampirblut. Und natürlich hier Schramm. Guck an, es geht bei den Frauen auch. Ich dachte, es geht noch bei den Männern. Naja, wir können... Ich krieg immer geilere Sachen zusammen. Da kommt noch mehr. Ich habe noch geile... Da fehlen noch die ganzen Make-up-Sachen. Geile Sache, oder? Wir werden noch ordentlich Spaß haben. Oh Mann, die verzaubert mich. Das wird noch ein Spaß werden. Sag mal, geht das eigentlich weg, wenn ich die Linie haben kann? Geht dann weg.
Hat zusätzlich laut Cosi soll Potter in einen Keller ohne Stufen. Ey, du Petze! Du Petze, du! Du bist eine Petze! Genau, wie gesagt, wir experimentieren ja noch. Warte mal. Was ist denn das hier? Ach so, die Wimpern. Also ich habe jetzt auch geile Wimpern, also ein paar. Ich komme noch mehr geile Dinger dazu. Geile Wimpern und alles. Warte mal, hier sind noch andere. Oh, nicht schlecht. Oh, fuck. 80 Millionen. Da braucht man viel Zeit, das machen wir jetzt aber nicht. Ich wollte ja nur mal so gucken. Da haben wir richtig coole Sachen am Start hier. Tattoos kommen auch noch einige dazu. Die hier sind zum Beispiel neu. Kann man jetzt nicht sehen. Aber ich habe viele coole Sachen schon. War denn das andere jetzt gewesen? Jetzt sind wir da irgendwie von dem Thema abgekommen. Das wollte ich gar nicht. Wollte ich irgendwie. Das war das. Guck mal hier. Oh. Was ist das jetzt? Das sehe ich aber nicht. Das sehe ich auch nicht. Achso, ein Gesicht wieder. Lord. Oh, ich sehe die Schäden nicht. An der Hand auch. Achso, an der Hand. Achso, man kann es da auch da. Achso, der zeigt es da an. Guck mal hier an der Hand. Am Arm, guck mal am Arm. Aua gemacht. Guck mal, Mami, ich hab mir Aua gemacht. Junge, Junge. Blessuren. Oh, hier auch 80 Millionen Schäden überall. Also hier kann man so richtig schön Aua überall machen. Das ist hinten, oder? Hinten Aua gemacht sozusagen. Das sind aber eine Menge. Geht bei den Frauen auch. Ich dachte, das geht nur bei den Männern. Das ist ja geil. Bei Frauen und Männern. Das ist ja richtig geil, Omato, kannst du sagen. Fehlen mir irgendwelche Tattoos oder sowas? Hatte ich nicht schon mehr Tattoos? Mir war es, als hätte ich schon mehr Tattoos gehabt. Seltsam. Sehr mysteriöse. Oh, warte mal.
So. Sieht ein bisschen mitgenommen aus. Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Guck mal, damit schlafen die Frauen gerne, oder? Damit gehen die Frauen gerne schlafen. Jetzt haben wir als Fotomodell für unsere Klamotten ist sie gerade so ein bisschen ungeeignet, oder? So, das hier ist auch neu, mein neuer Trainingsanzug hier. Yeah! Wir hätten eine andere nehmen sollen. Die zieht ja auch. Du bist nicht geeignet für unsere Modenschau, Mensch. Du bist nicht für unsere Modenschau geeignet. Hey, ich wollte ja nur mal durchgucken. Was, die Röcke? Ich habe Röcke mir runtergeladen. Die müssen aber irgendwo dazugehören. Also nur Röcke. Diese Röcke habe ich mir bestimmt nicht runtergeladen, nur wegen der Röcke. Also da haut irgendwas nicht hin, Herr Ober. Na gut. Gehen wir es mal raus. Ist mal unwichtig. Hauptmenü. Allerdings mal zurückmachen. So, wird's ernst hier. Jetzt wird es ernst. Pass auf, unsere ersten Schicksale. Wir müssen ja Natalu und Sarah bestrafen. Das heißt, die ziehen jetzt erstmal in die Wüste. So. Und da müssen wir jetzt sehen, wie wir die umziehen lassen. Zumal sie sowieso noch Mutterseen alleine sind. Sie gehören nicht wirklich zu diesen Familien da. Sie haben ja keine Schwester, keinen Bruder da nichts. Das heißt, warte mal. Wir müssen gucken, wo wir sie... Es wird sie hart treffen. Und zwar Paulus. Natalu kommt zu Paulus. Das Leben ist hart. Und schwarz. Tja, ja. Zu Paulus. Erstmal. Natalu kommt zu Paulus. Müssen wir bloß sehen, wie wir Natalu da hinbekommen. Paulus. Welche Sarah? Stimmt ja, wir haben ja hier mehrere Sarahs. Kalisse. Oh Mann, Natalu trifft es echt hart, kann man sagen. So, dazu müssen wir aber dann praktisch... Tja... Ist hier echt so viel? Nein! Das sieht komisch aus, oder? Die Wohnung sieht ein bisschen... Das heißt, wir müssen hier ein bisschen umbauen. Natalu schläft erstmal am Klo. Das heißt, die Lampe müssen wir umbauen, die Couch müssen wir umbauen. Hilft ja nichts erstmal.
Und ein Einzelbett. Nicht, dass Natalu nur auf die Idee kommt, bei Paulus zu schlafen. Also. Ja, das harte Leben, das harte Leben. Okay. Nee, dann machen wir das mal gleich von hier aus, oder? So. Ich höre irgendwie zwei. Ich höre irgendwie zwei Sachen. Ich höre irgendwie zwei Dinge. Natalu ist noch nicht da, oder? Ich höre wie zwei Lieder hier. Und beide sind da irgendwie in Songs drin, oder? Hört ihr das auch? Ich höre doch zwei Lieder. Das macht mich jetzt ein bisschen kirre im Kopf. So. Mann, das Klo sieht auch ziemlich eng aus, oder? Da bleibt kein Platz für Freude, sage ich euch. Aber das Leben ist manchmal so, ist manchmal so. Ey, Alter, du stehst im Weg. Da muss Natalu brauchen Platz zum Schlafen. Geht nicht? Oh Mann. Natalu schläft dann direkt am Klo sozusagen. Kann man denn da nicht schlafen? So. Das arme Mädchen, das arme, arme Mädchen. Dann kommst du erstmal bei Paulus unter. Natalu kommt jetzt erstmal bei Paulus unter. So. Live-Modus. Was für ein Live-Modus? Achso. Mach mich doch nicht so verrückt in den Kopf, hä? Speichern aus dieser Welt verschwinden, genau. Paulus. Wir müssen uns Paulus merken. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Wie war Natalu jetzt in diese Welt bekommen? Na, ich war. Ganz schön traurig, oder? Aber so ist das Leben manchmal. Haushalt aussehen. Nee, nur Natalu zieht aus. Natalu muss jetzt leider die Kleine verlassen, die sich so an die Natalu schon gewöhnt hat. Aber manchmal ist das Leben hart. So, Paulus. Scheint noch nicht als... in... Wild West. Ah ja, genau, da musst du hin. Warum geht denn das nicht? Warum kann Natalu nicht ausziehen? Ah, jetzt.
so, Natalu zieht erstmal zu Max Paulus. Schwupp, weg ist er. Schauen wir mal. Na, guck mal, jetzt hat sie ein neues Zuhause erstmal. Da, 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 da. Na, wo ist Natalie? Da ist sie. Man kann ja sagen, die Wüste ist sowas wie Amerika. Natalie wollte ja immer nach Amerika. Nun hat sie es geschafft. Sie ist in Amerika. Aber was Natalie noch nicht weiß, dass das noch nicht ihr schlimmster Schicksal wird. Ihr schlimmstes Schicksal steht ihr noch bevor. Ja, Paulus ist eigentlich noch erst, wie sagt man, die Vorbereitung zum Schicksal. Ja, Natalie trifft es noch ziemlich hart. Sie weiß es bloß noch nicht. Also, erstmal ist jetzt bei Paulus als Bestrafung für nicht arbeiten gehen. Naja, so ist es hier. Aber das ist noch nicht die, das Bittere. Es kommt erst noch dicke. Es kommt erst noch richtig dicke. Aber jetzt ist er erstmal bei Paulus. Na, dann geh mal rein. Ruhig, Natalu. Geh rein. Achso, du musst ja vielleicht dein Bettlein sichern. Warte mal. Da, 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 da. So, erstmal Paulus, die Pfeife. Hier, kannst hier schlafen. Paulus Bett beanspruchen. So ist dein Bett. Und das andere ist Natalus Bett. Ordnung muss ja sein. Schläfst beim Fernseher. Ist doch auch schon mal was. Oder lass mal sie in dem Raum schlafen. Da hat sie keinen Fernseher, da hat sie kein gar nichts. Ganz schön. Und Paulus, ja, ich würde mal sagen, ja, Natalu schläft hier. Nochmal, Natalu schläft hier. Paulus schläft da, dann kann er immer Fernsehen gucken vom Bett aus. Und Natalu schläft hier. So. So. Ich würde mal sagen, damit haben wir es gut gemacht. So, Natalu, dann geh mal in dein neues Zuhause. Und Abflug. Sie versucht positiv zu sehen. Geh ruhig rein. Warte mal, da läuft jemand. Kleinen Moment, ich muss mal kurz gucken, wer das ist. Alicia. Warte mal, Pancakes? Pancakes? Was joggst du denn hier in der Wüste rum? Du bist doch im Willow Creek, oder nicht? Bist du noch eine Schwester von den Pancakes? Was joggst du denn hier in der Wüste rum, sag mal? Du bist doch im Willow Creek. Ich meine, bist du nicht die Frau von dem? Warte mal. Kann ich das herausfinden jetzt? Nee. Das ist ja ein Ding. Na los, Natalu, dann geh mal rein. Und los, Abflug. Ach so, Mist, war der falsche. Ich habe den falschen angeklickt. Ah, jetzt geht's da rein. Quatsch dir den jetzt voll? Oh, Lempima. So, so. Aber sie verstehen sich gar nicht mal. Natalu ist kontaktfreudig, kann man sagen. Du musst ihn dann rechtzeitig sagen. Was denn jetzt? Also. Oh, habt ihr gehört? Er hat gesagt. Er hat sie von hinten laufen sehen, weil sie so mit dem Popo gewackelt hat und er gleich. Hoffentlich ist das nicht so ein alter Lustmolch. Du wirst doch, Paulus, du wirst, guck mal hier. Oh, der guckt schon so. Paulus ist ein Lustmolch. Der träumt schon, träum mal nicht zur Fülle, Kollege. Sonst kommst du in den Keller, sag ich dir. Ja, Natalu ist nur vorübergehend bei dir, zur Bestrafung. Mach dir keine Hoffnung. Was sagt er? What the fire? What for ein fire, sozusagen. Natalu sitzt auf dem Töpfchen.
Gut. Ist ein bisschen traurig, oder? Oh Mann, da musst du auf. Du guckst dann auf dem Bett sozusagen, bei dem auf dem Bett Fernsehen. Kannst du nicht auf die Klau. Naja. Jetzt kannst du. Oh, guck mal, jetzt kannst du gar nicht sehen, weil er direkt davor sitzt. Guck mal hier. Das ist schon traurig. Jetzt kann sie nicht Fernsehen gucken, weil er davor sitzt mit dem Buch. Was sagt sie dazu? Oh, sie ist traurig. Dumme. Oh, hier so. Ja. Tja, Natalu, was willst du machen? Was willst du machen, Natalu? Okay. So, Natalu ist erstmal versorgt. Gehen wir weiter. Ja, es ist hart, es ist hart. Sarah, so, jetzt haben wir für Sarah gar keinen hier. Bei den anderen geht es ihnen ja genauso gut. Geht es ihr ja genauso gut. Das ist also schlecht. Wir bräuchten ein kleines Häuslein. Pass mal auf, wir werden das mal folgendermaßen machen. Wir stellen das Haus, stellen wir mal um. Das stellen wir mal um. Neuen Haus dazu. Nee. Lass uns mal versuchen umzustellen. Mal gucken, ob das geht. Haus umstellen. Wie geht denn das mit dem Haus umstellen? Könnten es höchstens abspeichern. Zimmer speichern. Grundstück speichern. Dass du das Strafhaus baust und da einen hässlichen Clown reinpackst, zu dem jeder ziehen muss, wenn er bestraft wird. Auch nicht schlechte Idee. So, warte mal. Modifiziert. Ja, keine Ahnung, machen wir mal zwei Zimmer. Ein Klo, keine Ahnung, ist doch egal eigentlich. Zwei Zimmer, zwei Betten, ein Klo, oder? Weiß ich doch nicht, wie viel, ich weiß doch ja nicht, wie viel da drin sind, Mensch, ist doch egal. Nee, lieber, wir machen mal neun. Maximal neun. Nicht, dass der nachher das als Definition nimmt und dann kann ich da kein Bett mehr und kein nix rein und keine Ahnung. Ich trau den hier allen zusammen. So, machen wir es mal dahin. Hat das gespeichert, oder? Denke ich mal. Das heißt, das ganze Haus kann weg. So. Zack. Das Haus ist weg. Und an der Stelle bauen wir jetzt was Armseliges hin. Dann nehmen wir was Fertiges aus der Galerie. Jetzt könnt ihr gleich mal gucken, wie das. Pass mal auf jetzt. Für die YouTube-Leute, guck mal hier. Ich habe schon was vorbereitet. Ich habe wieder ein paar Stars gefunden. Zum Beispiel Gandalf, den lustigen Gandalf. Clark Kent ist zum Beispiel mit dabei. Der junge Clark Kent. Akte X, Mulder und Scully. Blade haben wir dabei. Wesley Snipes nochmal extra. Dann Will Smith haben wir jetzt mit dabei. Marilyn Monroe. Al Pacino, dann Robert De Niro, Jack Nicholson, Van Hackers, guck mal hier, Anonymous, voll geil, Omato, hä? Die Lili. So, dann haben wir Ripley, ja, Ripley, wer sie nicht kennt, werden wir noch behandeln, das Thema irgendwann. Dann Sigourney Weaver habe ich eine gefunden, Sarah Connor, vielleicht kennt jemand Sarah Connor, Arnold Schwarzenegger, Stallone, Jackie Chan, Jet Li, Heino, Obama ist jetzt auch mit dabei, Putin und Obama nochmal extra. Wir haben also ordentlich nachgelegt. Auch die Merkel ist dabei. Robert Patterson, warte mal, die kenne ich nicht. Kristen Stewart, Taylor Lautner. Kennt jemand Taylor Lautner? Wer kennt Taylor Lautner? Wer von euch kennt Taylor Lautner? Oder Madonna? Madonna ist auch dabei. Was haben wir noch? Roger Cicero,
Sam Connery, Laura Croft, die Dingsbums, Chuck Norris, Bruce Lee. Wir haben sie alle. Dracula ist auch mit dabei. Hab sogar Dracula Häuser schon. Ja, Dracula Häuser. Ja, ja, es wird noch interessant werden. Es wird noch interessant werden. So, wir brauchen mal eine Hütte. So eine Billigkaschemme. Da kommen noch interessante Sachen auf uns zu. So, das heißt, wir machen erstmal Haus, Grundstücke. Grundstücke und dann, was war das? Habe ich nicht aufgepasst. 20 mal 15. 20 mal 15. 20 mal 15. Piep, piep. Piep, 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 piep. Knarrende Hütte vor allem. Achso, ich muss kommen. Warte mal, ich habe hier. Warte mal, ich habe hier. Knarrende Hütte vor allem. Zeig mal, was ist denn da? Die sieht aber gut aus. Wir gucken mal, was denn da was es bei der Community gibt. Also Grundstücke 20 mal 15 und dann Packs und zwar nur Basisding und dann am beliebtesten. Ui, Mann, schöne Häuser hier. Ah. Oh. Mensch, das sieht ja aus wie das Pfefferkuchenhäuschen. Das ist aber schön. Das ist ja zu schön. Das ist ja ein richtig schönes Häuschen hier. Das ist ja wie eine Belohnung für Natalo. Für Sarah besser gesagt. Nee, das geht ja nicht. Das ist ja viel zu schön, das Haus. Die sind ja alle viel zu schön. Irgendeine alte Kaschemme, Mann. Hier noch eine alte Kaschemme. Na, Mann. Nee, das sieht dann noch besser aus. Nee, nee, irgendeine alte Kaschemme. Das passt so ein bisschen in die Wüste. Oh, das ist ja. Da ist ja gar nichts drin. Da ist ja gar nichts drin. Da ist ja nichts drin. Und dann kostet es noch Geld? Da ist ja gar nichts drin. Vielleicht sollten wir, warte mal. Top aktuell. Mann, die sind alle viel zu schön, die Häuser. Was die alle da reinbauen auf diesen kleinen Platz, voll geil, oder? Voll schön. Die machen voll schöne Häuser, machen die. Also schlecht, schlechter. Oh, da steht was auf Chinesisch hier. Asiatisch. Mann, ich wollte irgendeine Abrisshütte nehmen, nicht so was Tolles hier und alle so schön die Hütten hier. Da. Das sieht echt sehr traurig aus. Das nehmen wir. Genau. Weiß ich das mal. Zeig mal, wie das aussieht. Das machen wir. Möbliert bitte. Zeig mal her. Na also. Ja, der Mülleimer hinterm Haus. Warum denn hinter dem Haus? Kannst du nicht vor dem Haus machen? Wenigstens dahin. Oh Mann, das sieht echt. Lass mal reingehen. Ach du Scheiße. Ja, wir brauchen aber Platz für ein zweites Bett.
Da sollen ja zwei hier drin wohnen. Da sollen doch zwei drin wohnen. Das ist ein bisschen eng. Gibt es hier noch einen Keller? Ja, hier gibt es ja noch einen Keller. Ja, dann. Schwierig gerade. Ich meine, nicht oben auf dem Dach wohnen oder so? Ich könnte eine Treppe anbauen. Aber das Dach ist zu. Nee, das geht nicht. Ich will eine Etage oben drauf machen. Wie kriege ich eine Etage dazu? Wie kriegen wir eine Etage dazu? Warte mal, ist das so? Na gut, dann ziehen wir das Haus weiter nach hinten raus. Dass wir Platz für ein Bett bekommen. Da muss ja auch die ganze Einbauküche verschieben. Eieiei. Nee, dann. Oh, jetzt piept's gerade. So. Nee, dann ziehen wir das Zimmer raus. Ja, so viel Platz brauchen wir ja nicht. Warte mal. Wir brauchen nur, dass wir zwei Betten da drin haben. Was ist denn das? Was soll das sein? Ein Schreibtisch oder was soll das sein? Soll das ein Sitz? Was ist denn das? Ein Sitz oder was ist das? Keine Ahnung. Aber jetzt passt auf jeden Fall noch ein Bett dahin. Kann man das kopieren? Warte mal, kopieren? Wie kopiert man eigentlich? Wie kann man... Welches Bett ist denn das? Bip, 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 bip. Ist das das? So, reicht ja. Achso, der Fernseher ist direkt da drüber. Von der Couch aus kann man Fernsehen gucken, man sieht dann aber den Herd. Ganz schön traurig, oder? Zähneputzen muss man sich hier im Vorraum. Man kann auf die Toilette nur auf Toilette gehen und duschen. Zähneputzen muss man sich da. Das ist echt scheiße, oder? Das ist echt scheiße. Ist schon sehr armselig. Aber da steht sogar eine Geige. Da steht ja eine Geige sogar. Also Musik kann man erst so ein bisschen machen. Ist ja schon mal. Also Musik ist erlaubt. Na, so geht's ja schon mal. So. Speichern mal. Ich glaube, da kann man da überhaupt einziehen, sag mal. Heimisch, schnelles Internet, tolle Musik. Hä, was ist denn das für ein Haus?
Normales Haus ist das aber nicht. Sieht aus wie so ein Besucherhaus oder so. Irgendwas stimmt da nicht, oder? So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Herrn Schwarz hier, den müssen wir umziehen lassen nach da. Und dann ziehen wir noch Sarah mit darin ins Tiny House. Warte mal. Wie machen wir das jetzt? So, du ziehst jetzt erstmal in dieses Tiny House. Warte mal. Schwierig, schwierig. Umziehen. Wie kann man jetzt welche in Häuser ziehen lassen? Nee, das geht nicht. Ich müsste den erst ausquartieren und dann. So geht's anscheinend nicht. Nee. Okay, dann gehen wir erst rein, um den abzuspeichern. Oder, nee, warte mal. Wir haben auch andere, wir haben ja so viele Stars, Mensch. Zeig mal her. Pass mal auf. Hier, Legolas habe ich auch mit dabei. Legolas und Arwen. Arwen ist mit dabei. Und Aragorn. Mit wem möchte Sarah am allerwenigsten zusammen wohnen? Mit Heino? Mit Heino! Sarah wohnt mit Heino zusammen. Obwohl in der Gegend passt Chuck Norris besser. Chuck Norris. Sarah wohnt mit Chuck Norris zusammen erstmal. Sarah wohnt mit Chuck Norris. Oder Sam Connery. Nee, mach mal Chuck Norris. Ja. Nein, wo bist du nur eingezogen? Wo ist denn der jetzt? Ach so. Soll hier einziehen. Möbliert. So, Chuck Norris ist eingezogen. Lass mal gleich mal einziehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Chuck Norris. Okay, Chuck. Dann würde ich mal sagen, achso, gibt es ja eigentlich ein Fenster in diesem Raum? Haben wir gar nicht geguckt. Ja, gibt sogar ein Fenster. Von draußen sieht man aber, warte mal. Ach doch, wollte gerade sagen, sieht man gar kein Fenster? Doch, man kann rausgucken. Wer ist denn da drüben noch? Gerade durchs Fenster gegangen. Wer bist du denn? Achso, der Dings hier. Ben Huppert. Okay. Ben, ja, ich an deiner Stelle würde Leine ziehen, bevor du von Chuck Norris was auf die Schnauze bekommst. Denn Chuck Norris ist schlecht gelaunt. Denk dran. Okay, Chuck Norris reserviert sich mal das Bett am Fenster. Am Fensterplatz. Das heißt, Sarah hat noch nicht mal einen Fensterplatz. Ne? Das ist hart. Aber so ist es manchmal bei Anspruchung. So, was steht da mit Monster? Monster unter dem Bett? Chuck Norris, Monster unter dem Bett einsprühen. Ja, Chuck Norris sprüht Monster unter dem Bett ein. Das kann man sogar Chuck Norris Witze wieder machen. So, warte mal. Okay. Chuck Norris ist schon mal auf jeden Fall definiert. Lass ihn erstmal schon mal reinmarschieren. Ne? Los, Junge. Was macht Chuck Norris, wenn er in die Wohnung kommt? Fernsehen einschalten. Kanal schauen und sich hinsetzen. Oh, warte mal, Kanal, natürlich Action. Chuck Norris guckt sich nur Action-Kanäle an. Logisch. Und sich dann erstmal hinsetzen. Chuck Norris guckt Actionfilme. Ist doch klar, Mann. So, lass mal laufen kurz.
Ah, nun, gib Gas, Mann. Beruna Floba! Hör auf, die Typen da voll zu quatschen. Geh rein. Vor allem Jack Norris hat eine Geige. Ich mach erstmal durchs Fenster beobachten. Okay, Jack Norris ist beschäftigt. Wunderbar. Speichern raus. Jetzt schickt man ihn Sarah. Dann haben wir auch heute erstmal ein bisschen was aufgenommen, ja. So. Also, ich wollte gerade sagen, wo ist denn jetzt? Und die Winters sind jetzt ohne Natalu. Ist wirklich traurig. Es ist wirklich traurig. So, Sarah, es wird Zeit für dich. Du ziehst zu Jack Norris. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Sarah und Jack Norris. Da gehen wir es mal rein. Naja, es kann sein, dass auch noch Elvis dazu kommt. Keine Ahnung. Oh, warte mal hinten. Nancy! Dich habe ich doch auch schon in Willow Creek rumrennen sehen. So, Sarah, was sagst du dazu? Du wirst jetzt mit Jack Norris zusammen wohnen. Sei froh, ich hatte eigentlich geplant, Sam Connery. Der ist älter und weiser. Achso, warte, man kann es dir gleich ein Bett reservieren. Da, 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 da. Warte mal, kann man das nicht irgendwie so machen? Ja, so. So, du. Nee, warte mal. Jack Norris hat den Fensterplatz. Hat er schon gemacht. Nee, warte mal. Hat er gemacht. Und Sarah nimmt sich sozusagen dieses Bett. Gut, dann würde ich sagen. Machst du sitzen und schaut, könnt euch ja beide mal ein bisschen bekannt machen. Und Chibi! Ah. Kanashina. Yes. Thar Benib. Buma. Samso Mom. Ah, hier. Sie erzählt gerade, dass sie vorher bei reichen Leuten gewohnt hat und eine Menge Kohle hatte. Und er guckt gerade, guck mal, wie er guckt. Oh, ja, guck mal, wie er guckt. Was? Ich hab nur ein Bett, Mann. Ja, Jack Norris sagt gerade, was? Du hast bei reichen Eltern gewohnt oder bei reichen Leuten gewohnt? Geld ohne Ende? Ich hab hier nur ein Bett, Mann. Sagt Jack Norris gerade. Ja, musst du aufpassen, Sarah. Jack Norris ist mit sowas nicht zu spaßen. Manu Varek, Chrono Chech. Nabuna Shorbeck. Und der muss anscheinend Pakete ausfahren, damit er auch die Miete bezahlen kann. Achso, sie erzählt davon, dass bei ihr zu Hause waren alle so Etepetete so. Naja, kommt schon mal vor. Ist jetzt vorbei, Sarah. Das schöne Leben ist jetzt vorbei. Essenoi, Florib, Finalibo. Shimagra, Sublur Faroda. Tja, Sarah, du kennst doch keinen. Aber warte mal, hast du dir eigentlich schon. Du hattest ja einen Job. Warte mal. Ja, Job hat sie, okay. Buchhalterin. Achso, hat Jack Morris eigentlich einen Job? Mensch. Sag mal her. Der hat keinen Job. Ich dachte, der holt sich jetzt ein Bier raus. Ich habe jetzt echt gedacht, Jack Norris holt sich. Ich habe gedacht, Jack Norris holt sich erstmal ein Bier aus dem Kühlschrank. Aber nein, und dann kann er sich erstmal einen Job suchen. Jack Norris, der nächste Auftrag heißt, deine Karriere starten. Du willst doch schließlich mal ein großer Jack Norris werden. Oh, jetzt hat er sich auch noch geschnitten. Mann, du bist Kampfsportkünstler und schneidet sich. Was hat er denn jetzt?
Ja, schneid dir mal noch die Finger ab, Mann. Ah, ah, Inja, Inja. Inja, Inja? Mm. Oh. Ja, ja. Ach du Scheiße. Ja, guck mal, er träumt von einem Grill, er hätte gern einen Grill. Was hat er denn? Ja, bevor. Warte mal. Kann das Sarah gerade sehen, was der da macht? Nee, ich glaube, sie guckt Fernsehen. Mann, das ist schon ein bisschen traurig, oder? Die arme Sarah, Mensch. Die arme Sarah. Aber du wolltest ja nicht zur Arbeit gehen, was soll ich machen? Du musst ja dafür bestraft werden. Es hilft ja alles nichts. Los, Jack, jetzt such dir mal hier Arbeit, Mann. Greif zum Handy und Mola Lumba. Aha. Hast du für Sarah auch eine Schale gemacht? Nee. Ach so, jetzt. Oh. Ah, jetzt. Aha. Was, mal sehen, was. Mhm. Wie Sarah gerade geschaut hat, so, was macht er? Was sucht er sich denn aus? So, Jacques Norris. Was macht Jacques Norris? Verbrecher. Verbrecher. Ich würde mal sagen, Jacques Norris macht Verbrecher, oder? Ja. Verbrecher. Jacques Norris macht Verbrecher. Ich glaube, wenn das Jacques Norris jetzt hören würde, der würde mir eins an die Schnauze. Weil Jacques Norris hat immer für Recht und Ordnung gekämpft, ja. Jacques Norris ist ja der Retter der Welt. Und jetzt macht er aber bei uns, macht er Verbrecher. Denn das war schon immer sein heimlicher Wunsch. Er wollte eigentlich schon immer ein Verbrecher sein. Jetzt endlich, bei Hypnos Vault, kann er endlich seine Leidenschaft des Verbrechens ausleben. Gut, Mann. Na dann? Würde ich mal sagen, lass da bloß nicht erwischen. Nicht, dass Sarah auch noch mit ins Gefängnis kommt oder so. Okay, macht aber bloß keinen Sex zusammen. Ich möchte da keine Kinder sehen oder sowas. Okay. So, die beiden haben wir erstmal bestraft. Wobei es Sarah noch ein bisschen härter getroffen hat als Natalu. Denn Natalu hat, glaube ich, noch ein Stückchen größer ihr Haus, oder? 20 mal 15. Aber das Haus von Natalu sieht größer aus. So, wir gehen jetzt erstmal wieder nach Willow Creek, weil die Gegend ist da schon ein bisschen komisch in der Wüste. So. Und bei mir zieht jetzt erstmal jemand ein. So, ich muss mich auch um mich kümmern, Mensch. Ich kümmere mich um alle Leute hier, bloß nicht um mich selber. Lass mich mal überlegen. Was haben wir denn so auf Lager hier? Warte mal, was haben wir für Häuser eigentlich? Was haben wir hier so Schönes auf Tasche? Oh, guck mal, eine Farm. Meine kleine Farm! Didi-di-di-di-di-di. Bop, bop, bop. Didi-di-di-di-di-di-di. Nee, Mann. Oh, guck mal hier. Oh, herrlich. Nein, machen wir mal nicht. Angela Merkel, ach, das Haus von der Angela Merkel. Der Angela Merkel. Nee, ich bleib da erstmal noch wohnen. Zeig mir mal mein Haus nochmal. Wie sieht's denn aus? Kann man damit noch was anfangen? Bei mir zieht jetzt erstmal jemand ein. Aber nur vorübergehend. Dass ich nicht so alleine da bin. Wo ist denn Cosimo? Oh, Cosimo ist gar nicht da. Wer bist du denn? Warte mal, ich muss noch mal kurz mal rausgehen. Wo ist denn Cosimo?
Wie ist es im Schatten? Ja, wo bist du denn, sag mal? Muss er mal hingehen. Wo treibt die sich denn jetzt wieder rum, Mann? Werd mir bloß nicht schwanger, während ich mit dir nicht spiele. Was machst du denn da draußen? Junge, du siehst ja wieder rein. Du joggst mit dem Müll? Und seit wann joggst denn du wieder? Wo joggst du denn mit dem Müll hin, sag mal? Hä? Was? Warum? Benja. Lass dich von denen nicht anquatschen. Ah, Yenavi. Wer ist er denn jetzt? Abgor. Bist du verrückt? Du kannst doch nicht wilde, ey. Warum bin ich mal nicht da? Machst du wilde Filf irgendwelche Männer auf der Straße? Joggst mit dem Müll? Warum bringst du, wo bringst du einen? Wo? Was ist mit dir los, Cosima? Warum ist überhaupt mein Haus? Wo bin ich denn hier? Was ist überhaupt für eine Straße hier? Was ist denn das für eine Straße? Wo ist denn das? Wo ist Cosima? Zeig die verloren. Was treibst du? Warum bringst du denn jetzt den Müll, joggst mit dem Müll woanders hin und baggerst da fremde Typen an? Was ist denn mit dir los, Cosima? Das geht aber gar nicht. Wer ist der Typ überhaupt? Wie heißt denn der? Was? Gregor, was? Geoffrey Landcram. Landcram? Warte mal, wo wohnen die denn? Mist, ich kenne es. Na, das ist ja ein Ding. Schöne Häuser hier. Das weiß gar nicht, was soll denn das jetzt, Cosima? Sag mal her. Boja Kaluf, Wanj, Siska Finika Jenf, Greneth Padounce, Pjar Kajol, Quohaven. Baggert der mich an, Mama? Waxa. Nein! Oh, Inazuk, Inazuk! Brad Sinusminchi, Barlene Yorid. Was ist denn? Gibt der jetzt voll. Sag mal, gibt der jetzt an, dass ich den geil finde, weil der jetzt Liegestütze macht oder was? Ey, Cosima, was ist denn los mit dir? Stehst du jetzt auf Typen, die auf der Straße Liegestütze machen oder was? Was, ey, Krom, pass ich mal auf, was ist denn los mit, ey, Krom, pass ich mal auf dich nicht auf und schon machst du irgendwie, trägst du den Müll irgendwie in einen anderen Bezirk und, was war denn da in dem Müllsack drin, sag mal, dass du den Müll nicht in deinem eigenen Haus hinschmeißt? Hast du irgendwelche Leichen jetzt irgendwie durch die Gegend spazieren und woanders weggeschmissen oder was? Und wer ist dieser Typ? Wer ist denn dieser Typ? Wo kommt der denn her? Was soll denn das? Mal gucken. Wie heißt der Vogel nochmal? Ich glaube, es kann sein, dass er einen mysteriösen Tod erlangt oder so. Warte mal. Geoffrey, was hast du mit dem am Baggern da? Wo ist der Vogel? Wo ist denn Geoffrey? Da. Warte mal. Ihr Gatte Nancy. Der ist verheiratet, Cosima. Ist Cosima etwa auch unter eine Pflanze verschwunden? Eine Pflanze. Nee, Mann, Cosima bringt den Müll, joggt. Sie joggt mit dem Müll in die reiche Gegend, wo die Reichen alle wohnen. Hier wohnen ja alle, hier sind ja die ganzen Villen. Sie joggt hier, wo die Villen sind, ja, hier, siehst du das? Und schmeißt da den Müll in eine Tonne. Und trifft sich dann aber mit irgendeinem Typen hier. Ich weiß nicht, was das soll. Und trifft sich hier mit irgendeinem Typen. Was macht die für Spiele, wenn ich nicht dabei bin, nochmal? Und irgendwie ist der Typ aber verheiratet. Der wird da wohl nicht fremd gehen. Ich sag dir, ich sperre dich in den Keller, wo es keine Stufen gibt, sag ich dir.
Cosima, lass den mal den Vogel. Ich will mit denen nichts zu tun haben, Mann. Sambo yelps? Der wollte tatsächlich Eindruck schinden. Wrangler, Mogarish Brennabel. Ah, Quexenas. Hat der ihr gerade einen Antrag gemacht, ob er mit. Hat der sie gerade gefragt, ob sie mit ihnen schlafen will? Bist du blöd? Ich will nicht mit dir schlafen, du Vogel. Ey, geh mal sterben. Was ist mit dir los? Wer bist denn du, Alter? Ich denke euch jetzt erstmal an. Der soll mich mal nicht mehr anquatschen, Alter. Das geht ja mal gar nicht. Mal klarstellen hier. Pass mal auf. Wer bist denn du? Schmeicheln, tratschen? Nee, mal gemein sein. Ach so, naja, schläft die noch mit dem. Gemein sein, warte mal. Kann ich freundlich sagen, leck mich am Arsch? Nee, schmeicheln, können. Gemein sein, was gibt's denn bei gemein? Beleidigen. Anbrüllen. Soll ich ihn mal anbrüllen? Ich meine, der macht mich hier kokett an. Mann, bei dir geht's wohl noch, wa? Wer bist du überhaupt? Wo wohnst du? In welchem Haus wohnst du denn? Ich muss erst mal gucken, in welchem Haus du... Kann man jetzt nicht sehen. Kaum passt ich auf meine Cosima nicht auf, da bringt die den Müll in eine fremde Gegend und dann packert er mit irgendwelchen Typen rum. So geht's aber jetzt nicht, ja. Schmeicheln, ja, die ist schon total hier läufig hier. Nee, Cosima, nicht mit dem da. Ich will meinen ersten Kuss nicht mit denen haben. Nein, Mann. Vorher töte ich den. anbrüllen. Ich brüll den mal an. Mal gucken, was er dazu sagt. Vielleicht wird er dann wach. Der scheint so voll auf ein Liebesgesäusel zu sein. So, lass mal laufen. Borbehe, Samba, Korschen, Ruffla, Blor. Granif Sinosei, Griha Baribi, Vemboy Barovi, Gungene Ansa. Hast du ja geschnallt, Baby, ja? Gracious. Du hast der Broschne, Dreschne. Ey, der fängt schon wieder an. Sag mal, du guckst so viele Porno-Internetseiten. Muss ich dich jetzt nochmal. Du, der fängt schon wieder an, der säuselt schon wieder so rum. The Puma. And Loy. Sharuna Anna Berferic. Nubim, Jiraza. Clevite Bainu. Der ist schon wieder kokett, der Typ. Warte mal, da steht. Unangenehmes Gespräch oder was? Warte mal. Unangenehmes Gespräch. Warte mal, macht der mir ein unangenehmes Gespräch? Warte mal, das ist ein Fragezeichen. Warte mal, Fragezeichen? Mann, mach mal. Zeig mal, kann ich nicht lesen. Ah. Dieses Gespräch ist ziemlich unfreundlich. Versuche dich zu entschuldigen oder geh einfach weg. Ach so. Wie, das Gespräch ist unfreundlich? Na, ist doch schön. Ich bleib dabei. Yashona. Pamim Tivar. Yemfo. Fanjib Zafis Hivora. Lamina Galpa Watini. Simbab Kriko. Nulitz. Shamabu. Shache. Ah, Cosima, der... Scheiße. Oh, Sarkini. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen deutlicher werden. Verbiss dich, Mann! Warte mal, anbrüllen habe ich schon auf meiner Hauptliste hier. Das ist schon mal gut. Über Outfit spotten. Ah, guck mal hier. Hä, wie sieht du denn aus? Oh, warte mal, ist das mit. Was? Hand? Mit Handschocker, was? Handschocker reinlegen. Oh ja, mit Handschocker reinlegen. Schauen wir mal, wie es aussieht mit Handschocker reinlegen. Der ist verheiratet und baggert mich hier an. Ich glaube, ich spinne. Umfra. Ah, so. Der ist immer noch kokett. Zephys, Wanifes, Wano.
Anabur? Ours is. Mann, der soll gehen. Prompts Maisie. Ozani Shiraji. Wixona Zarspa. Penthip. Ich muss es auf jeden Fall unterbinden. Warte mal, Tratschen. Gemein. Ich muss weiter gemein sein. Warte. Oh, jetzt hatte ich meine verspotten. Ja, ich musste eine anbrüllen. Abblitzen lassen. Ach, abblitzen lassen. Na, endlich, Mann. Über, weggehen. Weil verspotten. Wollen wir erstmal verspotten? Über Outfit spotten. Andere Mutter sei ein. Was? Andeuten, Mutter sei ein Lama. Kikariki! Ich brülle ihn erstmal an. Ich glaube, das ist ganz gut. Erstmal anbrüllen wieder. Der Typ scheint aber auch nicht locker zu lassen. Vabris. Imbalines Wabarani Bayumi Squirmish. Der Blick hier. Mist, wir müssen nochmal machen. Wir müssen das nochmal machen, oder? Vielleicht hilft's ja. So, jetzt mal von nahen. Oh, er geht schon. Warte. Ich glaube, die will von mir nichts. Ja, hast du es jetzt geschnallt? Ja, hast du es geschnallt? Geh mal zu deiner Frau nach Hause. Ja, geh mal zu deiner Frau nach Hause und dein Kind. Du hast bestimmt noch zwei Kinder oder sowas. Ja, hier, geh mal zu deiner Frau nach Hause. Ja, zieh deine, Mann. Baggert mich hier an, ich glaube, ich spinne. Der baggert mich an und ist verheiratet. Warte mal. Ihr, verpiss dich. Ja, zieh Leine. Warte mal. Warte mal, jetzt geht's wieder. Boy, to come, ne? To come. Warte, muss noch mal genießen, warte. Oh ja, das ist. Baby, jetzt wird's wild. Warte mal. Ja, so. Also ein Foto machen, Foto machen. Ja, Mann. Ey, das müssen wir. Warte mal. Mal sehen. Warte mal, kann ich das mit, dass wir ein Foto machen, dass ich das ausschneide? Dann können wir als Dings nehmen. Und? Mach doch mal. Okay. Wollen wir das mal weiterlaufen? Ruffle Blur. Rinka Shalbo. Obani, Jessene, Nuloy, Sawata, Rissalek. Alles klar? Die ist immer noch kokett. Was ist denn bitte schön passiert, wenn ich weg war? Was hat die mit denen getrieben, Mann? Vemboy Barobi, Gungane Ansa. Oh, Yadabu, Swobifinarva, Fwebijelja, Kanadziben. Larkin, Moosh, Brapna, Gweevi, Vazoo, Yebu, Panka, Fazoo. Was erzählt Cosima? Sie erzählt was von Handschellen und Fetisch und sowas alles. Mann, Cosima, Was? Sag mal, ich erkenne mich ja selber nicht mehr wieder, sag mal. Was treibst du, wenn ich nicht da bin? Sag mal, kann ja wohl nicht warten. Ich kümmere mich mal um die Communities und du drehst völlig frei, wenn ich mal nicht da bin. Also ein Foto mal hier. Es kann ja nicht wahr sein. Kaum bin ich mal nicht da, da dreht die völlig frei. Ich glaube, ich muss dir noch einen mitgeben oder so. Nee, nicht abhängen. Erschrecken. Erschreck den mal, vielleicht hilft das ja was. Ich mach mal erschrecken und über Outfit spotten. Vielleicht hilft es. Mehr Auswahl. Und über Outfit spotten. Vielleicht. Oder nur verspotten. Nee, Outfit spotten. Nee, Outfit gefällt mir ja. Beleidigen ist ganz gut vielleicht. Getränk werfen. Oh, auch nicht schlecht.
Anwollen, abblitzen lassen. Immer mal verspotten. Vielleicht ist er ja devot und steht drauf. Ach so, wenn der drauf steht, dann hilft es natürlich nichts. Weil der ist immer noch kokett. Ich habe den schon dreimal angebrüllt. Der ist vielleicht devot oder sowas. Vielleicht ist der devot und der steht drauf. Werden wir gleich wissen. Ich? Rix! Hispa! Warb. Fincher! Yalig Lumbic. Er hat gesagt, das findet er nicht los. Kaboos. Hier ist voll. Mogo Rish Brenable. Boots. Penerf Lazamba. Pimbus. Meeploy Bajelja. Elfris Yambara. Inar. Steve. Der lässt aber auch nicht locker. Mwanza. Quagst. Geh doch weg, Mann. Lefte. Parsikon, Yasinar, Amsun, Bafatamor. Der baggert, glaube ich, immer noch. Ashquam Brenabel. Kinnikus Swarspa, Brisselek, Nubim Shorg. Ach, der wohnt da drüben, oder was? Wohnt der da drüben? Nee. Komm, wir gehen mal hinterher, wo der wohnt. Vor allem ist es in der Nacht. Lauf! Wo wohnt denn der, sag mal? Jetzt ist er weg. Also der wohnt hier gar nicht. Warte mal. Eisen. Achso, na gut. Dann wieder zu meinem Haus zurück. Da treibt die sich irgendwo rum. Keine Ahnung, wo das war. Kann ja echt nicht wahr sein. Baggert da diesen komischen Typen an. Oder lässt sich anbaggern, sagen wir mal so. Mensch, Cosimo, das nachts vor allen Dingen. Du machst ja echt Sachen. Nun geh mal in dein Haus hinein. Machst du sogar. Ich sage, geh mal in dein Haus hinein und sie geht ins Haus hinein. Warte mal, müssen wir vielleicht die Post bezahlen oder irgendwas? Nein. So, gut. Hast du eigentlich Geld verdient? Ja, du hast ja 7600. Okay, ich würde sagen, ja, wir könnten die Couch ein Stückchen weiter zum Fernseher ranschieben und könnten dann praktisch einen einziehen lassen. Könnten wir da ein Bett hinstellen erstmal oder so. Oder nee, ich bleib noch alleine erstmal. Oder hole ich mir jemanden ran oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Ja oder nein? Ansonsten würde ich sagen, zieht Anonymous zu mir. Ich sehe nicht so alleine. Ja, würde ich sagen, Anonymous zieht erstmal zu mir.
Damit der mal ein bisschen auf mich aufpasst vielleicht. Alice hätte ich natürlich, dass Angelina Jolie zu mir zieht. Oder wenigstens Julia Roberts oder Sigourney Weaver oder so. Wäre auch schön. Guck mal die hier. So. Oh, da sehe ich gerade, ich muss noch die Angelina, ich muss noch zwei Charaktere, muss ich noch reinmachen. Da fehlen mir noch die Skins, die sind hier nicht zu sehen. Genau, ich ziehe mit Dings zusammen erstmal. Dann bin ich nicht so alleine. Dann geht wenigstens meine nicht mehr nachts auf Trebe irgendwo hin oder sowas. Sag mal, Haushalt verbinden. Ein neuer Gast. Aber ich habe ja noch. Anonymous steht vor der Tür. Oh oh, Anonymous ist da. Komm herein! Okay, ich muss aber erst noch was vorbereiten. Wir haben noch kein Bett. Der hackt uns dann ganz viel Geld und wenn wir uns genug Geld gehackt haben, dann können wir nämlich umziehen. So, ich muss aber erstmal, ich muss ja noch ein Bettchen. Ne? Aber damit der hacken kann, braucht er ja einen Computer. Sonst kann er ja nicht hacken. Ja, warte mal, dann brauchen wir einen Computer jetzt. Wir bauen unsere Hacking-Gesellschaft auf hier. So, warte mal. Erstmal nur notdürftig ein Bettle leihen. Bis wir was Besseres gehackt haben. So, warte mal. Ich habe braune Wände. Also dann sowas oder was? Oh Mann, das sieht so traurig aus. Was kostet das? Oh, 1200. Bringt der kein Geld mit dazu? Ich meine, der kommt rein und lebt von meinem Geld oder was? Lebt der jetzt von meinem Geld oder wie? Bringt der kein Geld mit? Benutzt er jetzt mein Geld oder was? Dann benutzt er jetzt mein Geld oder wie? Bringt er muss doch Geld mitbringen. Hier. So, brauchen wir noch einen kleinen Tischlein. Tisch. Tischlein. Da. Ein Tischlein. Was Bescheidenes erstmal. Wir können uns nichts Teures leisten. Piep, 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 piep. Aber stell mal den Tisch erstmal hin. Was kostet der denn da? 900, was kostet der hier? 300, da müssen wir mal, was kostet der? 325, dann haben wir wenigstens noch Schubladen, da können wir dann mal die Hacker kurz ablegen. Ja, dann nehmen wir das erstmal. Sieht zwar ein bisschen armselig aus, aber naja. Wir können es erstmal nicht ändern. Achso. Was passiert, wenn wir das da einstellen? So geht's auch, oder? Hier wird wahrscheinlich zu eng. Nee, mach mal wieder zurück. Dann Stuhl noch davor. Irgendwas Bescheidenes. Wir können erstmal nicht so viel kaufen. Wir sind erstmal noch arme Hacker sozusagen. Wir sind ja arme Hacker. Mann, das sieht echt beschissen aus. Achso, 185 können wir uns ja leisten für einen Stuhl. Man muss ja beim Hacken auch anständig sitzen können. Was kostet der da? Ja, tausende muss ich. Immer gleich vom Leibhaftigen nehmen.
Nee, sieht scheiße aus. In Weiß? Gibt's das in Weiß? Nee, in Grau? Naja, dann nehmen. Wie sieht denn blau aus? Bringt mal ein bisschen Farbe in den Raum. So ein bisschen Farbe in den Raum. Und jetzt noch einen kleinen PC dazu. Was Kleines zum Hacken. Wie viel Kohle haben wir denn noch? 6000. Ein bisschen was brauchen wir besser. Sonst verfolgt uns das FBI zu schnell. Wenn wir einen langsamen Rechner haben, dann werden wir zu schnell gefasst. Dann nehmen wir, was ist denn der hier? Warte mal. Respektabler Mittelklasse-Desktop. Und das andere? Ein Sloan. Na los, wir nehmen den respektablen. So, jetzt haben wir mal endlich einen PC hier. Endlich mal ein PC im Haus hier. Und noch so ein Tablett. Ah, es kostet 1000. 1000 Glocken, das Ding. Nee, erstmal sparen noch. Sparen wir erstmal noch. Haben wir alles, oder? Fernseher haben wir. Achso, Fernseher brauchen wir nicht. Wir haben einen Computer. Achso, Fernseher haben wir ja. Ja, passt schon. Schöne Stühle wären ja mal schön. Oh, na gut. Muss Anonymous muss dann halt hacken. Aber ich glaube, ich hoffe, der schläft da nicht in meinem Bett. Weil ich ein Doppelbett habe. Nicht, dass ich von Anonymous noch ein Kind bekomme. Was kriege ich nachher von Anonymous noch ein Kind? Aber ich will kein Einzelbett haben. In Wirklichkeit habe ich ja auch ein Doppelbett. Ich will kein Einzelbett. Ist der Frosch da mit drin? Ja, du kannst sogar den Frosch daneben hinstellen. Warte mal. Kann der Frosch das Hacken lernen? Nee, lass mal auf dem Tisch, sonst sieht der Tisch so einsam aus. So, oder? Was wollte ich jetzt machen? Achso, wegen dem Bett. Na, wird schon passen. Wird schon passen. Okay, gehen wir mal. Wie ich erwische euch beide mit, dass ihr da im Bett liegt, ich sag euch. Dann ist aber die Hölle los. Cosima beansprucht dieses. Ist beansprucht. Okay. Dann Anonymous beansprucht. Sitzen, Nickerchen mal schlafen. Gut. So, da bin ich ja mal gespannt. Achso, dann geh mal rein. Geh mal rein, stell dich mal vor. Du bist ja neu. Cosima bekommt jetzt Besuch. Tratschen, nicht beleidigen. Du sollst. Cosima will alles nur tratschen und beleidigen. Umarmen, du musst das mal kennenlernen, Mann. Du musst das mal kennenlernen. Kennenlernen, hier. Du musst das mal kennenlernen, kannst du nicht einfach umarmen, Mensch. Sonst haut sie dir eine in die Schnauze. So, los. The Samba. Tomba Fouache. Ach du Scheiße. Parnaquap Dufa? Samba. Er erzählt ihr gerade, er hat das mitbekommen, dass sie dass Cosima den Müll in andere Gegenden bringt. Er weiß alles. Ja, Anonymous. Wir vergessen nicht, warte mal. Geh mal jetzt nicht gleich wieder so nah ran. Also, ich habe das Gefühl, die... Hey! Ja! Ey, was ist los mit Cosima? Cosima umarmt alle Männer und macht die Männer an. Ich glaube, ich spinne. Ey, was ist mit los mit dir? Hallo! Cosima! Oh, die ist schon wieder. Der glühen schon wieder die Augen. Sag mal, was hab ich denn für eine Cosima, sag mal? Was ist mit mir los? Den darf ich jetzt aber nicht beleidigen. Oh, er sagt gerade, wir werden eine Menge Geld haben. Warte mal. Und Cosima. Oh, schön. Wir werden eine Menge Geld haben. Und er hier.
Wir werden eine Menge Geld haben. Oh, das ist gut. Das ist gut, Mann. Ah, ja. Cosima sagt, sehr gut. Cosima und Anonymous, warte mal, das muss ich mit aufnehmen. Mann, wir haben ja keine gute Kameraposition. Das ist keine gute Kameraposition. Vielleicht von hier? Ja, so vielleicht. Cosima und Anonymous. Hey, Diedel, Diedel. Ui, ui, ui. So, warte mal, ich muss mal Foto machen. Lächeln. Wir haben heute ein paar interessante Fotos gemacht. Jack Norris und Sarah. Der Natalu ist bei Paulus. Cosima mit Anonymous. Ja, es ist schon mal was. Warte mal, kann noch ein Stück näher ran? Ja, so vielleicht. Warte mal. Nee, so. Nein, ein Stück zurück. Okay, dann nochmal so. Lächeln. Okay, lass mal weiter. Warte mal, was schreiben die beiden da? Mit was? Ah, ich kann es manchmal nicht lesen, weil meine Augen schon wieder so verschwommen sind. Mach doch mal zurück. Warum geht das jetzt nicht? Na, so jetzt. Was steht da? Mit Cosima plaudern, tiefgründige Unterhaltung. Oh, der Anonymous-Typ, der macht erstmal eine tiefgründige Unterhaltung. Anonymous halt, ne? So, okay, mach weiter. Sibuna Torbel Farbe. Flizza. Karshin. Abusharb. Vinkov Askansis. Cosima erklärt dir gerade, warum sie den Müll woanders hinbringen. Ach, da hat sie gesagt, da waren Hackerinformationen drin in dem Müllsack und das sollte nicht zu ihr zurückverfolgt werden. Ach so, Cosima, so machst du das also. Du, man bringt den Müll dann sozusagen in andere Gegenden und wenn da der Müll gefunden wird, kann man den nicht zu dir zurückverfolgen. Sehr interessante Möglichkeit. Aha. Und er stimmt anscheinend dem zu. Er stimmt der Sache zu. Wo geht der hin? Erstmal den Frosch angucken, ja? Er interessiert sich. Var Passa. Die beiden scheinen sich aber echt gut zu verstehen. Bruhana de Loba. Ja, die beiden scheinen sich. Fabusabe? Garba. Was planen die beiden? Sag mal, was planen die beiden? Mann, oh Mann, die ist auch heiß. Was haben die denn mit dem Frosch? Sag mir nicht, ihr wollt dem Frosch irgendwas antun. Scheiße, wir nehmen immer noch auf. Jetzt wird es wieder eine 2-5-Stunden-Aufnahme. Wir warten mal noch ab, was hierbei rauskommt. Nicht, dass die beiden noch schwanken. Warte mal, glücklich. Cosima ist glücklich. Warte mal, und er hier? Er ist auch glücklich. Solange ihr nicht kokett werdet, geht's ja nicht. Rugi Payun. Oh. Warte mal, was steht hier? Dekoriert steht hier wegen guter Umgebung. Und dann steht hier tiefe Bindung. Warte mal, glücklich, plus eins. Warte, was ist hier mit tiefer Bindung? Warte mal. Wegen Sozialkontakt. Der Aufbau einer engen Beziehung zu anderen ist ein Grund zur Freude. 3 Stunden, tiefe Bindung. Aha. Anonymous dekoriert wegen guter Umgebung. Dekoriert sorgen für eine schöne Umgebung. Plus eins haben wir auch gerade. Gut, ist doch gut. Und Tiger, ja, Mann, noch. Ist doch lange Nacht, ist doch Samstag, Mensch. Ist doch die lange Nacht hier bei Hypnos World. Okay. Hey. Squarble Tarbahe Farbina. Hey, Finn. Orbital. Dibble is Varspa. Warte mal, vielleicht können wir noch von Anonymous auch irgendwo. Falanas Pitfall. Bivange. Warte mal. Mhm.
Muss aufpassen, ne? Er geilt sich echt an dem Frosch auf. Okay, jetzt legt er los. Warte mal. Ich will noch ein Foto von dem machen. Vielleicht kann man noch. Warte. Ich brauche ein Foto von dem. Ich krieg kein gutes Foto irgendwie hin. Anonymous am Rechner. Ach ja. Ihr macht uns jetzt erstmal ein bisschen Geld, denke ich mal. Für dich. Ich krieg kein gutes Foto so hin. Teaserweb. Spoil. Irgendwie ist das geil. Grusima sitzt auf dem Bett und guckt ihm beim Dings beim Spielen zu. Das passt irgendwie. Das passt. Warte mal. Foto machen. Foto machen. Lächeln. Ach, herrlich. Okay, Mann, jetzt mach ich auch schon so. Ah, das typische Sims, die Sims mal. Ah. Okay. Aber ich habe von ihnen, ich weiß nicht, ob ich ein gutes Bild von dem hinbekommen habe. Von hier? Nee. Der PC steht davor. Dusch. Seneca? Lindy Gerna. Ah ja. Ich krieg kein gutes Bild aus dem. Weil die angestrengt Kurse mal ließ. Okay. Oh, warte mal, jetzt hat er. Was macht er? Er geht bestimmt aufs Töpfchen, oder? Warte mal, jetzt vielleicht ein Bild. Nee. Er will auf jeden Fall kreativ sein. Ich glaube, das will ich auch sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Warte mal. Wo geht der hin? Was will er machen? Töpfchen. Nee, er will. Was? Aufräumen? Er will aufräumen? Was will er denn aufräumen? Er will das Glas aufräumen? Echt jetzt? Mal ein Foto nochmal machen? So, oder? Warte. Welchen? Er will das echte Glas wegräumen? Er ist extra aufgestanden vom PC, um das Glas wegzuräumen, ja? Tatsächlich. Mensch! Der räumt tatsächlich das Glas weg, ich glaub's ja nicht. Das ist ja ein Ding. Jetzt räumt er sogar ihr Buch weg. Na, das ist ja ein Ding. Cosima ist in die Küche gegangen, hat das Buch hingelegt, hat sich Essen geholt. Und dann ist er gekommen und hat das Buch aufgehoben und hat es weggepackt. Das ist ja wie, das ist ja voll abgefahren, der Typ. Guck mal hier, der hinterhältige Anonymous. Was plant denn der? Der ist ja... Der geht extra vom PC, steht da auf, bringt das Glas weg aus dem Bad, aus dem Schlafzimmer und geht extra in die Küche, um das Buch wegzubringen. Das ist ein Ding. Und jetzt macht er weiter. Das ist ja ein Ding. Ich bin völlig erstaunt darüber. So, okay. Gehen wir jetzt mal raus. Ein Foto mal.
Das war ja was. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das ist ja so ordnungsliebend. Warte mal, kann ich das irgendwo sehen? Warte mal, doch, ich kann es ja sehen. Oh, warte mal, ich gehe mal speichern. Speichern und dann gehe ich mal nochmal. Der muss ja unheimlich ordnungsliebend sein, dass der sowas macht. Warte mal, das gucken wir noch schnell. Lass mal gucken. Zeig mal her. Computerfreak. Dann schneller Lerner. Perfektionist. Einzelgänger. Eieiei. Einzelgänger und Genie. Aber irgendwie entwickelt er einen Hang zur Ordnung, weil er hat einfach Cosimas Sachen weggeräumt. So. Völlig verrückt. Oder? Warte mal, hier kann man nochmal gut hinbekommen. Warte mal, hier mal ein Foto. Warte mal, dass du von der Seite guckst. Nein, das war es nicht. Warte. Mama, mach mal los. Nein, das war es nicht. Ja, so, das war gut, das war gut. Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Okay. Pinnwand. Alle Pinnwandbänder gelaufen? Ja, machen wir alle. Okay, gehen wir raus. Gut. Gehen wir raus. Zurück zum Hauptmenü. Speichern verlassen. Ja. Ich wollte da ganz weggehen. So. Zack. So, für die YouTube-Leute dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und mal gucken, wir gucken gleich mal, wie lang die Aufnahme ist. Ich wollte, glaube ich, von einer Stunde wollte ich schon aufhören. Ah, scheiße. Jetzt ist die Aufnahme doch wieder länger geworden. Anonymous und die Müll und der Typ, der mich da auch mitten auf der Straße angebaggert hat, der hat das ganze Konzept durcheinander gebracht, ja. Ich wollte eigentlich so sagen, und schon dauert es wieder länger, ja. Ich meine, Cosima rennt mit dem Müll in irgendeinen anderen Bezirk da oder sowas ähnliches, ja. In eine völlig andere Gegend mit dem Müllsack. Was immer da auch drin war, dass es bei ihr nicht weg, sie wollte es bei ihr nicht wegschmeißen. Und trifft da irgendeinen Typen, der kokett sie anbaggert. Keine Ahnung, wer mit dem noch ins Bett gesprungen oder was. Wäre ich nicht eingeschritten und stell mal vor, ich wäre jetzt nicht da gewesen, dann hätte der Typ die noch flachgelegt oder was. Also hätte er mich flachgelegt oder was. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, ich spinne oder so. Hat gecarried. Cosi, ich bin nicht Bronze 5. Was? Cosi, ich bin nicht Bronze 5 geworden. Wie jetzt? Ich das nicht. Ich mache erstmal Aufnahme werden. Also ich vielen Dank erstmal für Zuschauen. Ja. Und weiterhin ein schönes Wochenende oder so. Achso, für YouTube-Leute, es ist jetzt 5.48 Uhr, ja. Von daher kommt jetzt nicht mehr so viel Gescheites vielleicht aus dem Mund gerade raus. Ich muss erstmal abschalten jetzt hier.